Oh, der hat schon nur noch die Hälfte. Das ist richtig geil. Jetzt nicht sterben, weil da sind, glaube ich, die Schädel wieder weg. Und dann wird es richtig schwierig. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Enshrouded in den Hallen der Erloschenen. In der letzten Halle der Erloschenen, in der schlimmsten Halle der Erloschenen haben wir es immerhin geschafft bis zum ersten Boss. Das ist aber schon jetzt so hart. Also ich weiß nicht, der gibt mir hier die ganze Zeit eine volle Packung und alleine die Minions zu besiegen von dem ist schon ein Akt. Ich bin sehr gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen. Ich werfe mir noch einmal Buff Food werfe ich mir jetzt noch einmal rein in den Mund. Ja. Und dann schauen wir mal, was wir so hinkriegen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Enshrouded reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts in meiner Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Das Spiel, wer es schon wieder vergisst, sich neue Heiltränke raufzuziehen hier. Halt, und ich muss die Waffe noch reparieren, Mensch. Spielbär, du musst deine Waffeln reparieren. Die sind doch kaputt, Schnick. Wo ist der Reparierding? Da ist der Reparierding, genau. Genau, und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Bär-Nachrichtigungen aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst von Enshrouded. Denn es wird wahrscheinlich... Oh ne, das ist falsch, falsche Seite. Es wird wahrscheinlich demnächst nochmal ein neues Enshrouded-Update auch kommen. Das ist ja eigentlich schon überfällig. Das letzte ist ja auch schon wieder, also das Hollow Halls-Update... Halle der Erloschenen ist ja auch schon her jetzt eine Weile. Das ist ja jetzt auch schon wieder 2 Monate her oder so. Insofern ist ja das nächste Enshrouded-Update eigentlich bald dran. Und da bin ich mal gespannt, ja, worauf das dann hinauslaufen wird im neuen Update. Was da alles so drin sein wird. Da wird auch gerade so ein bisschen spekuliert in Fankreisen, was da eigentlich jetzt genau der Inhalt sein wird vom nächsten Update. Warte mal, wenn ich jetzt mich nochmal hochbooste... Dann kann ich ihn so ein bisschen überfliegen, aber leider schaffe ich es nicht bis hinten an die Kante. Das ist ein bisschen schade. Aber er hat mich nicht gesehen. Warte mal, das ist gut, weil... Genau, dann kann ich nämlich... seine Heslons erstmal platt machen hier. Warte mal, wenn ich den gut wegblocke, dann... Oh ne, da ist er schon. Scheiße. Weg! Weg! Fliegt doch! Ach man, er fliegt wieder nicht. Er ist wieder so doof. Er fliegt dann auch nicht, ne? Er macht das einfach nicht. Er will einfach nicht. Nimm mal den lieber den Zauberstab mit dem Schwert. Bräuchte da, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Dim, dim, dim. Aber da liegen ganz schön viele Haufen jetzt schon von seinen Leuten da. Also, muss man mal sagen. Wenn wir die jetzt mal alle so nacheinander mal platt kriegen, wäre das schon ganz gut. Weg, 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 nicht. Das ist aber auch gemein alles. Ja, genau, lasst euch hochkatapultieren, ihr hässlichen Fratzen. Aua. Nicht. Schnell. Oh, da muss man so schnell weg sein, wenn der so nah dran ist, ne? Wenn der so nah dran ist, muss man so schnell sein. So unfassbar schnell muss man da weg sein. Weil wenn er einmal dran ist, wenn er einmal einen hat, ja, dann ist das ganz übel. Mach mal hier den Hund platt. Ja, sehr schön. Immer mal einen Gegner nach dem anderen erstmal platt machen, sodass am Ende nur noch der Boss übrig ist. Wenn wir es mal geschafft haben, dass am Ende wirklich nur der Boss noch steht... Dann haben wir es richtig gemacht. Vorsicht. Wir müssen diesen blöden Boss mal loswerden jetzt. Ja, lol. Ja, komm. Nee, weg. Oh nein, das ist der One-Hit. Oh Mann. Wenn der so ausholt, muss man so schnell weg sein. Der hat auch so eine übelste Range, Mann. Was für eine hässliche Range hat der Mann, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das ist einfach nur eine hässliche Kacke. Ja, Waffen habe ich repariert. Mit Steuerung kannst du auch ausweichen. Ja, aber nicht bei dem Schlag. Da kann ich nur möglichst schnell versuchen, wegzufliegen. Glaube ich. Bei dem krassen Hammerschlag, vor allem, da sind ja noch Gegner, die mich dann wieder... Die dann die Aktion... unterbrechen. Also das heißt, wenn ich ausweiche oder wegfliegen will, dann unterbrechen die das und dann bleibe ich dann stehen. Na, das ist ja dann auch blöd.
Alter, wir verbrauchen das ganze Buff-Food nur bei diesem Fight, Alter. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich dem mal irgendwie Schaden mache. Seinen Minions mache ich halbwegs Schaden, aber ihm selber irgendwie nicht. Das klappt auch bei dem Schlag. Okay, da muss ich mal das probieren, da muss ich das mal timen. Aber man kann da auch immer nicht, man ist immer abgelenkt mit den ganzen anderen Sachen, die um einen rum passieren. Ist alles nicht so einfach, ich sag's euch. Egal. Reparieren. Und Buffs erstmal wieder reinknallen. Haben wir noch irgendwie einen anderen Buff, den wir vielleicht... Ich probiere mal den Kamille... Ne, Moment, wir müssen ja das Ding hier nehmen eigentlich. Naja, ich meine, noch haben wir genug Buff-Food. Vielleicht probiere ich jetzt wirklich mal noch parallel den Kamillentier und lasse jetzt erstmal das, weil ich zauber ja eigentlich die ganze Zeit. Ich schlage ja eigentlich gar nicht. Insofern ist es vielleicht besser, jetzt mal nicht diesen Buff zu nehmen, der mir die Stärke hochzieht. Weil der ist ja eigentlich verschwendet. Nein! Oh, das war so knapp, Alter. Habe ich das noch? Schädel für zusätzlichen Damage. Ja, warte mal, da müssen wir mal gucken. Ich brauche ja eigentlich Pfeil und Bogen gar nicht. Dann nehmen wir mal jetzt hier, wo Pfeil und Bogen ist, nehmen wir jetzt mal die Schädel mit drauf. Das ist eigentlich eine gute Idee, das stimmt schon. Aber ich will auch nicht alle davon verbrauchen. Weil wenn wir alle... Vorsicht. Wenn wir alle davon... Schaffe ich es jetzt bis ganz nach hinten? Nee, das schafft man nicht. Oder? Ah, fast! So, warte mal, jetzt wirf erst mal hier die Dinger. Oh nein, 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 nein! Ich will ihm direkt hin... Oh, da habe ich auch Schwein gehabt jetzt. Wirf mal die Dinger schnell. Achtung, weg. Wirf mal schnell die Köpfe. Ah, ich habe keine Dings mehr. Warte. Oh, die kassieren halt ganz schön, ne? Sterb. Yes. Nice. Vielleicht kriegen wir ein paar von seinen Minions nochmal platt. Ja, das ist gut mit den Schädeln. Das ist mega gut. Das ist so gut. Kann das sein, dass der die Magier immer neu spawnt? Die hatte ich doch jetzt bestimmt schon mehrfach besiegt auch. Liegt mir eigentlich ziemlich sicher. Und diesen Typen macht da, glaube ich, auch immer neu. Ach, da weg. Oh. Das war mal gut. Ausnahmsweise mal. So, warte mal, wirf mal hier die Dinger. Ja, 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 ja. Vorsicht. Da kommt, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt der Mann. Der Stecher mit dem Becher. War nicht in den Dings festhängen. Ich will mal seinen Kumpadre da wegmachen. Ja, 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 ja. Warte, jetzt Feuer frei auf den. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, Jim. Oder? Nee, immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Ganz ehrlich, wenn ich den platt gemacht habe. Jetzt schnell rauf. Rauf auf den, rauf auf den. Ja, endlich. Oh Mann. Guck mal, ich glaube, jetzt ist nur noch er übrig. Wenn ich jetzt noch ein paar Schädel werfe. Die greifen den aber irgendwie nicht an. Na toll. Die ignorieren den, glaube ich. Ja, ja, jetzt. Oh! Ich meine, schlecht war das jetzt nicht. Hey, warte, das ist gut. Die machen echt Schaden an dem. Aber ich darf nur mich jetzt nicht erwischen lassen hier. Ah! Weg! Der ist aber auch schnell, ey. Wieso kriege ich denn noch keine weiteren Schädel, Mann? Ja, ja, ja. Das ist echt gut. Guckt euch das mal an, wie gut das ist. Ich wünschte, ich könnte mehr machen in der Richtung. Hey, warte mal, der kommt gerade überhaupt nicht klar. Was ist? Achtung, Achtung, Achtung. Los, alle drauf da. Verschwinden meine Schädel eigentlich auch irgendwann wieder? Ah, oh, 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 so nicht, mein lieber Freund, so nicht. Gleich mal einen Heiltrank nehmen, es läuft so gut gerade. Schießt auf ihn, schießt auf ihn. Weg.
Oh, der hat schon nur noch die Hälfte. Das ist richtig geil, was hier passiert. Jetzt nicht sterben, weil dann sind, glaube ich, die Schädel wieder weg. Und dann wird es richtig schwierig. Wir müssen einfach die Schädel die Arbeit machen lassen. Siehst du, das ist echte Kopfarbeit. Das ist die beste Kopfarbeit, die ich je gemacht habe. So viel Kopfarbeit habe ich noch nicht mal früher in der Schule gemacht. Was willst du hier? Du sollst den doch angreifen da. Weg. Nicht an meinem eigenen Sarg hängen bleiben. Spielbär bleibt an seinem eigenen Sarg hängen, an seinem eigenen Grabstein. Lass meine Schädel in Ruhe, du Sack. Ja, schießt ihn ab, los. Schieß doch auf ihn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind noch meine Schädel sind noch aktiv, ja, ja. Die machen auch noch ordentlich Schädelschaden. Du willst es, ich weiß. Ich spüre es, dass du es willst. Los, Schädel, macht ihn platt. Schießt ihn ab. Schießt ihn ab, schießt ihn ab, schießt ihn ab. Holt ihn euch. Ja, 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 ja. Nice, nice, nice. Jetzt wegfliegen. Das ist immer gut, wenn er diesen Schwungangriff macht. Oder so einen Angriff, genau. Weil dann können meine Schädel ihn in der Zeit immer schön hinten reinschießen. Oh, das ist so gut, Mann. Wir haben ihn gleich. Wer hätte gedacht, dass Wegrennen eine valide Taktik sein kann? Das war echt ein guter Hinweis mit den Schädeln, ey. Elaine war es, genau. Elaine ist es gewesen. Schädel kosten Mana, das stimmt. Aber Mana kommt ja wieder. Wie die 80er, die kommen auch immer wieder. Nice. Ich glaube, wir verlieren langsam Schädel auch. Solange es nicht Ausdauer kostet, ist mir das eigentlich egal. Oh, der ist gleich platt, Mann. Nein, meine Schädel. Ich glaube, da ist einer geplatzt. Renn, 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 renn. Oh, er ist gleich platt. Er hat's gleich. Er hat's gleich. Komm schon, noch ein bisschen. Ja, 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 ja. Man sieht's nicht mal. Ja, er ist tot. Sie haben ihn. Ja, ich liebe euch. Ich liebe euch. Ich werde euch alle an die Wand hängen. Ihr kriegt alle einen Ehrenplatz über meinem Bett. Ja! Ja! Ein erloschener Zyklopkopf. So, na gut, dann haben wir das jetzt hingekriegt. Aber das war gerade mal der Anfang, meine lieben Freunde. Also es wurde gesagt, das wäre der schwerste Part jetzt gewesen. Und ab jetzt wird es nur noch leichter eigentlich. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist. Okay, hier haben wir schon mal nochmal so einen Ruheraum. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, okay. Nun können wir hier öffnen. Alle Gegenstände repariert. Aber warte mal, ich muss mich noch hier ausruhen noch schnell. Schade, ich hätte gedacht, da wäre irgendwie noch eine Belohnung für den Bossfight. Aber die Belohnung ist halt, dass man weiterkommt. Okay, nochmal ganz kurz hinsetzen. Nochmal. Okay, nochmal die 2 Minuten da regenerieren, genau. So, wie geht's jetzt hier weiter? Was ist hier jetzt? Da hinten sind 3 Zapfen. Oh nein, das sind die Typen. Gleich erstmal Feuer rein. Ich glaube, ich sehe schon, wir werden wieder die Schädel benutzen. Ich glaube, ich werde wieder Kopfarbeit machen. Aber ich meine, gut, solange ich zurückweichen und schießen kann, geht das immer noch. Ist das so schlau, die hierher zu ziehen, wo ich respawne? Ich weiß ja nicht. Ich meine, sie kriegen alle Schaden, also... Muss mal kurz ein bisschen wegrennen. Ja, das sieht aber ja nicht schlecht aus eigentlich. Pass auf, jetzt renne ich da hinten dann in die Lava rein, in die tödliche Miasma. Das wäre so lustig. Ja, schieß mal auf die, die direkt vor dir sind, Mann. Und nicht auf die, die da hinten sind. Ich meine, so kann man es auch machen, ja. Auch schön. Solange sie mich nicht treffen, ist ja alles egal, ne?
Weil der eine hier ist schon fast platt. Jetzt muss ich, glaube ich, aufpassen. Ja, da ist schon der tote hässliche. Moment, jetzt müssen wir mal ganz kurz mal hier umdisponieren. Ja, so geht das doch. Ist besser, als da jetzt reinzurennen und versuchen, die wegzuschnetzeln. Aua, von hinten gilt nicht. Ja, toll. Blöden Hunde. Oh, warte, ich hab's gleich, hab's gleich. Schild. Wann macht er denn eigentlich immer diesen... Was ist denn das hier? Könnt ihr mal aufhören, hinter mir zu warten? Was soll denn das? Sehr ätzend. Ihr sollt alle mich verfolgen. Aua. Nicht euer Ernst. Ach, Mann. Scheiß Hunde. Ja, genau. Warum macht er denn das immer nur so selten, diesen Massenschaden? Das verstehe ich gar nicht. Das ist irgendeine Spezialfähigkeit. Da muss irgendwie ein kritischer... Ich glaube, genau, wenn er kritischen Schaden macht, ich glaube, dann passiert es. Dann macht er das, glaube ich. Dann macht er so eine Welle irgendwie und dann kriegen die alle Damage. Puh, oh Gott, Mann. Du willst wieder... Du willst schießen, genau. Ja, ja, mach ruhig. Mach deinen faulen Zauber doch. Meine Güte, ich muss gleich meinen Zauberstab schon wieder reparieren. Aber zumindest kriegen wir wieder viele schöne Schädelfässer, die wir dann wieder einsetzen können, wenn wieder ein Endboss kommt. Hier, warte, die müssten... Genau, die sind nämlich hier drin, siehst du? In den Toten. Teilweise. Zumindest ein paar. Also hier musst du wirklich jeden Zentimeter in diesem Dungeon dir kämpfen, ey. Ohne Witz. Jeden Zentimeter musst du dir mühsamst erkämpfen. Ohne Scheiß. Ohne Witz, Mann. Ein Selbstläufer ist das hier nicht alles andere als das. Hundis. Sterbt, Hundis. Gebt kaputt. Geht doch kaputt. Ja, noch einer. Stimmt, ist da hinten irgendwo ein Spawner. Die kommen immer wieder nach. Mann, jetzt stirb einfach. Ja, lauf weg und stirb einfach. Komm. Ah, Mann. Christ of Jesus, wirklich. Na, chillt hier noch einer? Nee. Okay, mal ganz kurz reparieren. Gott sei Dank gibt es diese Reparaturstationen. Und mal schnell hinsetzen und ausruhen. 200 People. Ja, es muss aber ein bisschen drüber sein. Ich muss im Durchschnitt 200 erreichen. Das ist das Problem. Wir warten mal noch kurz. Wir warten mal noch kurz. Jetzt wird's eh spannend. Jetzt kommt ja die heiße Phase. Oh, da hat er sich versteckt da hinten. Da hat er sich versteckt einfach. Noch einer. Aber hier sind keine Spawner, oder? Ich sehe keine Spawner. Komm schon. Ja. Warte, halt, hast du... Na, da ist ein Strauß gekommen anscheinend. Moment, ich höre hier was. Okay, nee, war wohl nur Atmo. Boah, Alter. Warte mal. Spawner. Haben wir irgendwo Spawner? Das ist kein Spawner. Da ist ein Hund. Da hinten sind Gegner. Boah, die kommen ja schon, ey. Nee, hier sind keine Spawner. Ich sehe keine. Ihr kleinen Schweinchen. Also ich muss sagen, gegen den Boss muss ich mir echt diese Schädelspawner muss ich mir da echt aufheben. Das war mal echt das Beste überhaupt. Der hat überhaupt nicht die angegriffen. Der hat die komplett ignoriert. Und das war genau der Punkt, der es dann
der mich dann gerettet hat, dass der da nicht drauf reagiert hat. Dass der immer nur mich gejagt hat, aber nicht meinen Schädel. Und ja, meine Schädel haben sich ein bisschen glatt angestellt, als sie versucht haben, auf ihn zu schießen. Aber hey, steht da Tropfen, hüllt den Stein und so, ne? Da hat dieses Sprichwort wieder voll gekickt, ich sag's euch. Spielbär ist im Kopf nie allein. So, ihr hässlichen Fratzen. Sterbt. Mein Gott, was da schon wieder kommt, ey. Aber die sind recht schnell platt eigentlich. Blöd, Zauberer. Ah, nicht in die Wand, nicht in die Wand, nicht in die Wand. Ja, das sind immer die kritischen Treffer. Da kommt immer so eine Explosionswelle, die alle so ein bisschen beschädigt. Das ist bei kritischem Magieschaden, glaube ich. Dann passiert es. Und dann kriegen die alle so ein bisschen was. Was gar nicht schlecht ist eigentlich. So, jetzt nur noch der Kasperkopf. Fauler Zauber hier. Und dein blöder Schädel kriegt es so. Genau, jetzt schnell noch mal reparieren das Zeug. Ich gucke jetzt mal. Jetzt haben wir ja hier hinten geklärt. Ich muss mal schnell mal gucken, was hier überhaupt ist. Eine Tür. Gegner. Und keine Spawner, wie es aussieht. Okay. Na dann. Machen wir sie mal platt hier alle. Ja, schön. Alle platt machen. Es sind die Überreste, die Überbleibsel. Spawner, Spawner, Spawner. Ne, so hier ist jetzt eine Tür. Da ist etwas dahinter. Da sind Gegner. Erstmal gucken, was ist. Erstmal schauen. Erstmal einen Überblick. Erstmal gucken, wo wir lang müssen. Da hinten ist es schon offen. Da kann man einfach durch. Hier sind aber keine Gegner erstmal. Sieht nicht so aus. Oh. Haha. Guten Tag. Ich habe einen Termin. Bitte mal hier alle mal der Reihe nach platt machen. Ich glaube, das sind alles Ostdeutsche. Die können alle eine Reihe bilden. Die stellen sich alle hinten an. Und wer jetzt sagt, du machst dich über Ossis lustig, ich bin selber einer. Ich darf das sagen. So. Also lasst mich doch alle. Mit eurer Political Correctness. So, hier. Guck, schön rein in die Masse da. Ah, jawohl. Nice. Hast du Bananen mit? Nee. Habe ich vergessen. Hätte ich welche mitnehmen sollen, wa? Vielleicht glauben die, dass ich welche habe. Deswegen wollen die mir alle an den Kragen hier. Witze immer gegen eine andere Gruppe. Immer, natürlich. Gruppenwitze sind eh die besten. Gemeinsam lacht sich's ja auch besser, ne? So, hier. Gibt immer aber einen, der sich dann empört. So ist das. Hier. Mach sie platt, los. Achso, er ist ja noch lebend. Er lebt ja noch. Ich war schon mit den Augen wieder auf dem Ziel. Sag mal, wie viele kommen denn da noch? Ey, das gibt's doch ja nicht. Das gibt's doch alle Jahre nicht. Ich meine, das ist anstrengend. Ich sag's euch. Ich bin hier voll am Schwitzen. Ich bin hier nur am Schwitzen gerade. Und das im Sommer. Yes. Warte mal, ich muss reparieren. Also angeblich haben wir jetzt den schwersten Teil des Dungeons schon hinter uns gebracht. Das ist auf jeden Fall die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie viel da noch kommt. Oh Gott. Die sind da aber mal ganz hardcore hängen geblieben da hinter der Ecke. Was wären wir ohne diesen Zauberstab, ey? Tot wären wir da schon längst. Ja, komm, da gehen wir nochmal zurück und reparieren nochmal. Der hat ja schon wieder fast ein Achtel von seiner Leiste verloren, nur wegen diesen paar Nasen.
Ein Schritt vor, 13 Schritte zurück. Ja, aber das ist echt so. Du musst hier wirklich... Also wenn du hier nicht mit genug Buff-Food reingehst, dann hast du schon verloren. Und du musst auf jeden Fall bereit sein, auch mal ein bisschen wieder zurückzuweichen, wieder zu reparieren und dann wieder weiter reinzugehen. Ohne Witz. Das alte Rein-Raus-Spiel ist es hier. Aber sowas von. Noch nie so ein hartes Rein-Raus-Spiel erlebt wie hier in diesem Dungeon. Yes, 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 yes. Kritisch, 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 alles kritisch. Guck, wie schnell das geht, wenn die kritischen Damage kassieren, ne? Aber es ist halt auch Glückssache, glaube ich. Je nachdem, wie hoch mein Skill ist, kann das sein, dass es häufiger passiert. Kann aber auch Pech haben und die Treffer landen alle nicht. So, dann schließen wir mal die große Tür auf. Wir gehen aber gleich auch nochmal in die andere Richtung und gucken mal, was dahinter nochmal. Da war ja noch so ein kleines Tor. Nicht, dass wir irgendwelche wertvollen Waffen vergessen oder so. Erstmal gucken, was ist das? Das sieht wertvoll aus. Da sind auch Spawner. Na gut, okay, wenn das so ist, dann schnell rein und die Spawner erstmal platt machen, bevor neue Gegner kommen. Schlag drauf auf den Spawner, mach ihn platt. Und mal schnell mal weg auf die andere Seite und den anderen Spawner noch platt machen. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Okay. Naja, gut, da können wir da jetzt ja im Endeffekt schon reingucken, oder? Warte mal, ich will noch mal ganz kurz gucken. Nicht, dass jetzt hier irgendwie ein Endboss oder so gespawnt wird, wenn ich da jetzt reingucke, aber ich probier's mal. Ein Bocken. Silberschussbogen. Ich gucke mir gleich genauer an. Es sind Gegner gespawnt, aber nicht allzu viele. Alles gut. Toll, ein Bogen, mit dem ich jetzt natürlich nichts anfangen kann. Weil ich jetzt natürlich keine Pfeile mehr habe für den Fernkampf. Ganz klasse. Warte mal, der hat bestimmt hier wieder... Ah ne, schade, ich dachte, der hat so Schädelsachen dabei. Okay, dann geht's wahrscheinlich auf der anderen Seite weiter. Was ist denn das jetzt für ein Bogen? Oh Gott, ich bin ja komplett voll. Das ist ein 25er Bogen. Natürlich wieder mit Eismagie, was auch sonst. Ich zerstöre mal... Kann ich irgendwas zerstören? Die Lumpen zerstöre ich mal. Weil wir brauchen auch Platz, um Sachen aufheben zu können. Wenn ich hier lauter Star... Oder warte mal, hier die Dinger können wir auch eigentlich mal löschen. Oder zerlegen. Genau, zerlegen wir mal die Billow-Waffen. Das ist auch eine gute Idee. Was war denn das hier eigentlich? Kobra-Kern-Zauberstab. Ach, das hatte der Boss gehabt, ne? Oh, der hat Wucht. Mana-Regeneration, maximale Haltbarkeit, 13% Überladung, Angriffsgeschwindigkeit. Eismagie-Schaden. Ach, immer mit diesem Eismagie-Schaden, ey. Ich brauch mal Feuerschaden oder irgendwas Sinnvolles, was ich auch mal einsetzen kann hier. Ich gehe mal nochmal schnell zurück zur Heilungsecke und dann gucken wir mal, was da hinten in dem Flügel ist. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal was Geiles gefunden. So ist es nicht. Also wir sind nicht völlig leer ausgegangen jetzt. Gleich erstmal die Schädel brechen. Okay, solange da nur diese hässlichen Schädel sind, kommt bestimmt gleich nochmal eine richtig weitläufige Passage. Miasma, warte mal, gleich mal einen Trank nehmen. Da haben wir auch nicht mehr so viele, ne? Da geht's auch langsam Richtung Süden mit den Miasma-Tränken. Mit genug Zeit schaffst du das, ja? Das ist die Frage. Warte mal, ist hier was Gefährliches unter mir, oder? Die Treppe ist einfach nur blockiert, wie es aussieht, okay. Genügend Zeit und genügend Buff brauchen wir halt, ne? Okay, das ist ganz gefährlich. Da muss man aufpassen. Wenn die alle gleichzeitig schießen, können sie einen auch durchaus... sehr gefährlich werden. Aber warum sind hier so viele Gegner? Oh. Also in diesem einen Raum. Das ist auch manchmal komisch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich hier mehr übersehe, als man denkt. Jetzt können wir auch nicht mehr zurück und die Sachen reparieren, oder? Oder kommt man da wieder hoch? Ja, vielleicht gerade so mit ein bisschen geschicktem Springen an der Wand kommt man vielleicht wieder hoch. Ach, guck mal, wen wir hier haben. Das ist ja mal ein Ding. Die haben wir ja lange nicht mehr gesehen. Die Miasma-Gegner. Aber gut, die sind halt... Die sind ja keine Gefahr eigentlich. Also ja, in der Masse vielleicht. Guck mal, da müssen wir nur zurückweichen.
Also ja, nur zurückweichen ist leicht gesagt. Diese blöden Skelette machen mir hier gerade ein bisschen zu schaffen, warte. Ja, schön die Skelette erstmal platt machen. Die anderen sind gar nicht so das Problem. Die kriegen auch allen möglichen Damage. Sag mal, spawnen die Skelette gerade neu? Da ist schon wieder eins gekommen. Wo kam das jetzt her gerade? Warte mal. Kommen die hier irgendwie... Ah! Ich verstehe. Es tut mir leid, die Party crushen zu müssen, aber ich bin der Party-Crusher und das ist meine Aufgabe. Deswegen muss ich die Party jetzt leider auflösen. So sieht's aus. Oh, ganz viele... Nee, warte mal, das sammle ich jetzt nicht alles auf. Das ist mir jetzt zu viel hier. Zu viel Stuff. Ja, komm doch, genau. Wie viele sind denn da noch? Warte, ich laufe mal durch. Ich muss erst mal checken. Alter. Jo, okay, die müssen wir alle platt machen. Kann das sein? Glaub schon. Macht mal hier alle schön Massenschaden. Aua. Boah, da muss man voll aufpassen, wenn die Miasma-Zeit abläuft, ne? Guckt euch das an. Jawohl, einer nach dem anderen. Einer nach dem anderen, bitte. Jeder kommt mal ran. Sie haben alle die Chance, einen Feuerball in die Fresse zu kriegen. So, warte hier so rum. Nice, nice. Nicht in diese riesige Miasma-Wolke reinrennen, Spieler. Ja, wir haben sie gleich. Yes! Guckt euch den Haufen an, ey. Herrlich. Okay, aber wo und wie und warum und wohin ist die Frage. Kann man da jetzt aufmachen? Ja, bestimmt. Yes! Ja, das reicht leider nicht 190. Es müssen 200 sein im Durchschnitt. 180 reicht nicht. Leider. Und die Tür ist offen! Sauber, dann dringen wir mal weiter vor. Ich glaube, wir müssen uns echt beeilen wegen dem Miasma. Ich hoffe, da kommt noch mal ein Entspannungsraum. Hier ist doch aber gar kein Miasma, oder? Super Miasma hier. Oh mein Gott, okay, hier wird es wieder ganz hässlich. Okay, okay, okay. Wo müssen wir hin? Einfach geradeaus? Das sieht so aus, oder? Links und rechts geht es ja nicht lang. Würde ich jetzt mal schätzen. Da kommt bestimmt noch mindestens ein krasser Endgegner. Was ist das? Ach, die Viecher. Oh Gott. Autsch. Vorsicht, da ist wieder so ein Vieh. Ich glaube, die Miasma-Zeit ist hier eher so ein bisschen das Thema. Ich glaube, wir müssen uns beeilen, dass wir hier schnell durchkommen. Oh, ich check gerade nicht, hier müssen wir lang. Ich ignoriere jetzt mal diese Viecher. Ich ignoriere die jetzt mal. Wir rennen einfach mal jetzt schnell durch. Wir müssen raus aus dem Miasma. Das ist, glaube ich, alles. Es ist alles drauf angelegt, dass du dich mit diesen ganzen Viechern da beschäftigst. Und dann vergisst du, dass du im Miasma bist. Und dann checkst du plötzlich, oh Mist, ich muss ja noch voll weit laufen und so. Da müssen wir. Jetzt müssen wir sie platt machen. Au, 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 au. Stopp. Machen wir jetzt am besten auch erstmal hier nur mit Zauberstab. Dauert zwar ein bisschen, aber ist halt so. Muss ich nicht runterfallen. Komm, 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 komm. Ja, schön kritischen Schaden machen. Nice. Mach doch mal den da vor dir kaputt, Mann. Der ist doch fast tot. Die mit den Runen müssen wir auch platt machen, auf jeden Fall. Schön drauf, 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 drauf. Ruf, ruf, ruf. Aua, 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 aua. Mach ihn platt, mach ihn platt, mach ihn platt. Der eine ist fast tot. Gott, mein Zauberstab ist ja fast kaputt.
Vorsicht, jetzt müssen wir aufpassen, nicht in die Ecke. Ich muss mal was anderes nehmen, außer den Zauberstab jetzt. Oh, kacke. Und da wird sofort bestraft, wenn du auch nur dran denkst, was anderes zu nehmen als den Zauberstab. Okay, der ist schon mal tot. Der ist auch tot. Der hat's auch gleich. Komm. Schnapp, schnapp, schnapp und schnibbel die Bab. Und du bist auch weg. Ja, Barriere gelüftet. Warte, ich muss schnell noch wegen den Schädeldingern, muss ich die noch plündern schnell. Also, das sind leider keine Schädeldinger. Okay, schnell durch. Wo muss ich hin? Oh Gott, nee, nicht schon wieder sowas. Ja, ich habe keine Ahnung, wohin und wieso. Ich fliege einfach. Da lang? Ja, gar nicht so schlecht. Nee, das ist zu weit. Nein! Oh Gott. Ich glaube, war aber gar nicht so falsch. So, Moment. Wo müssen wir hin? Da lang. Ich würde sagen, da lang. Wenn Adam Riese mich nicht sehr täuscht, würde ich sagen, da lang. Waren wir nicht hier schon mal? Warte mal. Da sind wir doch hergekommen. Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Sind wir nicht von hier gekommen? Ich würde sagen, ja. Ja, hier haben wir die gerade umgebracht. Hä? Okay, verstehe ich jetzt nicht. Wo muss ich lang? Wo muss ich hin? So, von hier muss man irgendwie rumfliegen, aber wohin? Warte mal, ist das hier eine Tür? Nee. Hä? Wo muss ich hin? Da hinten hin irgendwie? Nee, da ist ja Miasma. Nee. Hä, ist das einfach nur ein Rondell? Ah, nee, da oben! Spielbär, du schlaues Bärchen. Hast wieder nicht nach oben geguckt, wa? Nur noch 2 Minuten, Miss Buffalo. Das habe ich nicht gesehen, dass man sich da hochziehen muss. Das habe ich nicht gesehen. Das hat sich meiner Aufmerksamkeit entzogen. Ja, ich bin aus dem Miasma raus. Ich hab's geschafft. Oh, Baby, ich hab's geschafft. Oh, nice. Meine lieben Freunde. Nicht schlecht. Da kann er gleich mal den... Ah, ich muss auch... Warte, Buff nehmen. Kann ich nochmal Buff nehmen? Nimm mal nochmal Buff. Füll mal nochmal den Buff auf. Und nimm mal hier den Kamille-Tee-Buff auch nochmal. Der hat ja ganz gut funktioniert eigentlich. Ja, ich weiß. Verklagt mich, wenn ihr sagt, dass Kamille-Tee nichts bringt. Ist mir egal. Ich nehme den jetzt trotzdem. Und da ist ein Dingsi zum Dingsien. Und ich kann reparieren. Nice. Und ich kann auch mal schnell mich an dran setzen wegen Lagerfeuerbonus. Warte, wie mache ich das? Schnell handwerken. Lagerfeuer herstellen. In den Racksuck. Wo ist es? Da ist es. Und das Lagerfeuer hinsetzen. Und den Bären hinsetzen. Und da hat das. Nice. Und an dieser Stelle endet diese Folge Enshrouded. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Enshrouded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Ihr könnt auch gerne im Epic Store mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen. Da wird es für euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Unterstützungsmöglichkeit für meinen Kanal. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.